Herzlich willkommen zu Teil 35 der Reihe über Matrizen. Unser heutiges Thema ist der Laplace'sche Entwicklungssatz für Determinanten. Wir haben also Determinanten bisher über die Leibniz-Formel oder über elementare Umformungen errechnet und wir lernen jetzt noch eine weitere Methode kennen, nämlich wie gesagt den Laplace'schen Entwicklungssatz. Und demzufolge kann man Determinanten nach einer Zeile entwickeln, wie man das nennt, oder nach einer Spalte entwickeln. Das bedeutet konkret, dass man eine Determinante einer n-kreuz-n-Matrix, was man auch eine n-reihige Determinante nennt, auf n jeweils n-1-reihige Determinanten zurückführt. Und es ist insbesondere dann nützlich, wenn die Matrix in einer Zeile oder Spalte viele Nullen hat, oder man diese eben erzeugen kann durch elementare Umformungen. Konkret bedeutet das die Entwicklung nach der i-ten Zeile. Da ist die Determinante a eine Summe, j gleich 1 bis n. Und der einzelne Summand ist dann minus 1 hoch i plus j mal a i j mal der Determinanten a i j, also groß a i j. Und dieses groß a i j ist eine Untermatrix, nämlich die Untermatrix von a, die durch Weglassen der i-ten Zeile und j-ten Spalte entsteht. Also ist a i j eine n-1-kreuz-n-1-Matrix. Wir werden das gleich an Beispielen sehen. Die analoge Formel für die Entwicklung nach der j-ten Spalte sieht dann eben praktisch genauso aus. Wir demonstrieren das jetzt an einem Beispiel, weil das auch wieder bestimmt abstrakt war. Wir nehmen diesmal die Matrix, die hier steht, eine 3-kreuz-3-Matrix, und wir wollen nach der ersten Zeile entwickeln. Also der Fall e gleich 1. Wir summieren also von j gleich 1 bis n, das ist also, hier ist die Formel noch allgemein aufgeschrieben und hier für den konkreten Fall n gleich 3. Wir müssen also von j gleich 1 bis 3 summieren. Dann haben wir hier minus 1 hoch und wir haben i gleich 1, also steht hier immer eine 1, 1 plus j, a 1j mal der Determinanten a 1j, der Untermatrix. Dann haben wir also drei Summanden. J läuft ja von 1 bis 3. Der erste Summand ist also minus 1 hoch 1 plus 1 mal a 1, 1. Wir haben jetzt immer 1 eingesetzt für J. Mal der Unterdeterminanten a 1, 1. Sehen wir gleich, was das genau ist. Der zweite Summand, da ist J gleich 2 entsprechend. Und der dritte Summand, da ist J gleich 3. Hier nochmal hingeschrieben. Der Ausdruck hier ist das, was wir gerade gesehen haben. Jetzt ist hier minus 1 hoch 1 plus 1, also minus 1 hoch 2. a 1, 1, das ist das Element hier, also 1. Und die Unterdeterminante groß a 1, 1, das ist die Unterdeterminante, die sich ergibt, indem man die erste Zeile und erste Spalte weglässt. Was dann überbleibt, ist also 5, 4, 7, 9. Also Determinante von 5, 4, 7, 9. Der zweite Summand, da haben wir minus 1 hoch 1 plus 2, also 3. a 1, 2 ist das Element hier, also 2, steht hier. Und dann die Unterdeterminante, die sich ergibt, indem man erste Zeile, zweite Spalte weglässt. Dann bleibt also 6, 4, 8, 9 übrig. Und der letzte Summand, dieser hier, da haben wir minus 1 hoch 4, also 1 plus 3. Dann haben wir das Element a 1, 3, nämlich das letzte in der ersten Zeile, die 3. Mal der Unterdeterminanten, die sich ergibt, wenn man die erste Zeile und dritte Spalte weglässt, also 6, 5, 8, 7. Jetzt haben wir also erreicht, dass wir drei Summanden haben und in jedem taucht nur noch eine 2-kreuz-2-Determinante auf. Die können wir aber leicht berechnen, das haben wir gelernt, mit der Formel, die direkt aus der Leibniz-Formel folgt. Also ich schreibe das mal kurz hin, die Merkregel, die wir hatten, die Determinante von A, B, C, D ist gleich a mal d minus b mal c. Und wenn wir das nutzen, um diese drei 2-kreuz-2-Determinanten jeweils zu berechnen, haben wir hier minus 1 Quadrat ist 1 mal 1, das ist diese 1. Und die Determinante hiervon ist also 5 mal 9 minus 4 mal 7. Dann haben wir hier minus 1 hoch 3, also minus 1 mal 2, mal die Determinante hier ist 6 mal 9 minus 4 mal 8. Und das letzte, minus 1 hoch 4, ist plus 1, die 3, und dann haben wir hier die Determinante 6 mal 7 minus 5 mal 8. Und wenn wir dann die entsprechenden Multiplikationen durchführen, das Ganze aufsummieren, dann kommen wir am Ende auf eine Determinante von minus 21.
Nochmal dieselbe Matrix als Beispiel, aber diesmal entwickeln wir nicht nach der ersten Zeile, sondern nach der zweiten Spalte, damit wir auch die Spaltenentwicklung mal sehen. Da haben wir also den Pfeil j gleich 2. Und dann summieren wir diesmal ja über i, über die Zeilen. Hier nochmal die allgemeine Formel. Und dann haben wir hier also e gleich 1 bis 3. Dann haben wir hier, das j ist also konkret die 2, das wird festgehalten. Hier auch die 2 festgehalten, hier auch. Und wenn wir dann die drei Werte für i einsetzen von 1 bis 3, dann ergeben sich die drei Summanden, wie sie jetzt hier stehen. Hier nochmal hingeschrieben. Und im konkreten Fall jetzt, dann haben wir hier minus 1 hoch, hier vorne 1 plus 2, also 3, mal a1, 2, also diese 2 hier, mal der Unterdeterminanten, die erste Zeile, zweite Spalte weggelassen, also 6, 4, 8, 9. Der zweite Term hier ist minus 1 hoch 4, mal a2, 2, das ist jetzt die 5 hier, und die Unterdeterminante, indem wir jetzt die erste Zeile, die zweite Zeile und zweite Spalte weglassen, also bleibt über die Elemente in den Ecken 1, 3, 8, 9 hier. Und der letzte Summand ist minus 1 hoch 5, die 5 ist hier die 3 plus 2, a 3, 2 ist die 7 und die Unterdeterminante, indem wir jetzt die zweite Spalte, dritte Zeile weglassen, dann haben wir hier noch 1, 3, 6, 4 und dann können wir wieder mit der Formel, die ich gerade nochmal hingeschrieben hatte, die jeweils 2 kreuz 2 Determinanten berechnen und das Ganze aufsummieren. Und dann ergibt sich natürlich das Gleiche, ebenfalls 21. Die Systematik ist also immer die, man läuft nacheinander durch die Elemente der Zeile oder Spalte, nach der man entwickelt, nimmt das richtige Vorzeichen, dazu sage ich nachher noch was, beziehungsweise in der nächsten Folge, und lässt jeweils die Zeile und Spalte weg, in der man sich gerade befindet, und berechnet die Unterdeterminante von dem Rest der Matrix. Das ist der Laplace'sche Entwicklungssatz. Und wir werden in der nächsten Folge einige Worte dazu sagen, warum der eigentlich überhaupt nützlich ist, weil das nicht unmittelbar auf der Hand liegt. Vielen Dank.